So wuchs ich denn auf und wurde älter, und ich kann nicht sagen im Großen und Ganzen, dass meine Kindheit eine unglückliche war, denn meine Mutter kümmerte sich sehr um mich und beschützte mich vor üblen Stimmen innerhalb der kleinen Gemeinschaft der Einsamen. Und selbst wenn die meisten unserer Hausgenossen mich nun mieden und selten mit mir sprachen, so war dennoch mein weiser Lehrer Placidus stets für mich da und stillte meinen ungemeinen Durst nach Wissen. Bald konnte ich lesen und schreiben, und nicht nur Latein und Britannisch, auch das Griechische lernte ich schnell und begann selbst die Sprache der Hebräer zu sprechen, als sei sie stets die meine gewesen und übertraf in kurzer Zeit selbst meinen Lehrmeister Placidus. Auch mein Onkel Colonus suchte uns oft auf, brachte mir bei zu singen, die sechsseitige Krotta zu spielen und erzählte mir die Geschichten und Sagen unserer Vorfahren. In jener Zeit waren die Gedanken meines Lehrers Placidus häufig fern von uns, in seiner alten Heimat Nozoambria, welches damals von Almedokius beherrscht wurde, einem britannischen König, dessen Familie mit den Saxonis verschwägert war, und viele jenes Stammes siedelten sich damals dort an und brachten ihre heimischen Götter mit. Es brannte in Placidus' Seele, dort zu predigen und dem Volk die christliche Botschaft nahezubringen. Und so sprach ich eines Tages zu ihm, er solle gehen und mich mitnehmen, denn ich fühlte, dass ich meiner armen Mutter eine Last wurde und auch auf längere Zeit in Moridunum kein sicheres und frohes Leben haben würde. Zum Glück war er nach einem Gespräch mit meiner Mutter überzeugt, und so traten wir die Reise an. Auch in Nordzoambria, wo wir uns in Portus Felix niederließen, fand ich keine Freunde. Doch lernte ich bald, mich zurückzuhalten und die Menschen nicht mit für ein Kind ungewöhnlichen Worten unnötig zu ängstigen. Placidus begann, eine kleine Gemeinde aufzubauen, und ich las die wenigen Schriften, die die armen, frommen Leute besaßen, soweit Placidus sich für mich einsetzen konnte, und vor allem die heilige Schrift der Hebräer. Am meisten verzauberte mich die Schöpfungsgeschichte des Menschen, so dass ich eines Tages mir einen Klumpen Lehm nahm und daraus eine menschenähnliche Figur formte. Ich knetete zermahlene Knochen zweier Wale mit ein und menschliche Fingernägel. Dann entnahm ich der Figur Material und formte eine zweite Figur, machte die erste männlich und die zweite weiblich und verschmolz dann beide in einer neuen, welcher ich die Worte der Schöpfung auf die Stirn ritzte. Und tatsächlich, das kleine Wesen bewegte sich und blickte mich an, und ich hoffte das erste Mal in meinem Leben einen eigenen neuen Freund geschaffen zu haben, den ich auf den Namen Cavacanthos taufte. Als ich dies getan, meldete sich erstmals verständlich und offen mein Vater bei mir selbst zu Wort. Erst ein leises Flüstern, dann eine Stimme, klar verständlich, doch war für mich noch sein Ansinnen unklar, und ich wusste nicht, wer mich anrief, wenn ich alleine in unserer kargen Stube im Gemeindehaus saß. In jeder Zeit wurde auch mein Lehrer Placidus schwer krank und wälzte sich im Fieber. Er war mit einem Saxonen namens Osmund in schweren Streit geraten, denn dieser war ein wichtiger Mann, ein heidnischer Priester und Zauberer und einer der Ratgeber des Königs zu jener Zeit, und die Feindschaft und seine Nachstellung belasteten sein Herz schwer. Eines Nachts kam ich an sein Bett und meinte, einen hochgewachsenen, wildaussehenden, haarigen Mann zu sehen, welcher Placidus im Schlaf geißelte, jedoch selbst in Ketten lag. Ich nahm sicheres Herzens seine Hand von Placidus' Brust, blickte ihm in die Augen und fragte ihn, warum er meinen lieben Freund Leid zufüge. Da begann der wilde Mann, sanfte Tränen zu verlieren, und ich löste mit einem bloßen Gedanken seine Ketten, worauf er die Gestalt eines Hirsches annahm und aus unserem Hause floh. Oft kam danach der weiße Hirsch zurück in die Nähe unserer Unterkunft, wurde zahm, und ich folgte ihm in die nahegelegenen Wälder, wo wir mit Cavacanthos tollten und spielten und uns mit Geschichten und Rätselfragen vergnügten. Eine jener Geschichten, die mein neuer Gefährte, der sich Biliodelvos nannte, mir erzählte, handelte von einem alten König, einem Mächtigen unter den Göttern, welcher sich für ein schweres Vergehen selbst verurteilte und in die Sklaverei verkaufte, ein niederer Geist und Diener wurde und am Ende ein geschundener Dienstbote machtgieriger, sterblicher Menschen. Ich wusste, dies war die wahre Herkunftsgeschichte Biliodelvos, die er mir so mitteilte, und er sprach nun auch von meinem Vater, mit dem er aus alter Zeit bekannt war, und warnte mich, dieser sei ein schwindlerischer, grausamer und eifersüchtiger Geist, doch auf ewig könne ich meinen Erzeuger nicht verleugnen. So kam es denn, dass ich den Rufen Luzifers nachgab und fortlief von zu Hause, seiner Stimme folgend, die mich stets sicher durch das ganze Land führte und die mir sagte, welche Straße oder welcher Pfad gefahrenfrei und wo ich leicht Nahrung zu finden vermochte. Der Ruf brachte mich zu einer menschenverlassenen Ebene, auf der ein großer Kreis aus Steinen errichtet war, der sagenhafte Riesentanz von Sorbiodunum, wo sich mein Vater nun erstmals in Gestalt zeigte. Er nahm viele Formen und Gesichter an, erschien denn als mächtiger Feldherr oder Cäsar, dann als Personen, die ich kannte. Auch als fahrender Spielmann erschien er und ahmte dann die Züge meines Onkels Colonus nach. Er begann zu erzählen von der Geschichte unseres Volkes und von mir, wie ich einst bereits einmal gelebt hatte vor ewigen Zeiten, als Häuptling und mächtiger Baumeister,
war ich selbst es gewesen, welcher den Riesentanz errichtet hatte, um jene zu heilen, welche schwer verwundet waren nach gewaltigen Schlachten zwischen alten Göttern und erdgeborenen Riesen. Meine Erinnerung kehrte zurück. Ein Mächtiger unter den ersten Menschen, welche auf dieser unserer Insel gelebt hatten, war ich gewesen. Und der Riesentanz, Riesen selbst, Angehörige unseres Volkes, Söhne der Mutter Erde, welche mein Vater ihrem Schoße entrissen hatte. Bald schon erwachten und tanzten die Riesen wieder einen altertümlichen Reigen und mein Vater und ich in ihrer Mitte. Meine Aufgabe hatte mein Vater mir klarmachen wollen, und vor meinen Augen bildete sich meine Zukunft ab. Ein großer König und Priester, Herr über die Menschen und die Welt. Doch in meinem Geiste begann ich andere Bilder zu formen, und unsere riesischen Vettern wurden wieder Steine. Der Kreis wurde ein Haus, und mein Freund Kavakantos verband seine steinernen Grundpfeiler mit Wänden aus Holz, deckte sein Dach mit Stroh und versah das große Haus mit einem gewaltigen Tor. Ich trat ins Freie, verschloss es mit einem Kupferschlüssel, den ich angefertigt hatte, und ließ meinen Vater zurück. Nun war der Riesentanz wieder nur ein Kreis aus Steinen. Mein Vater war gefangen und neben mir saßen meine Freunde Biliodelvos und Kavakantos. Ich nahm Kavakantos und meinen kleinen Lederbeutel zurück, steckte den Schlüssel an meinen Wanderstab. Dann verwandelte ich den Stab in das Geweih eines mächtigen Hirsches, verschmolz zum ersten Mal mit Biliodelvos und rannte als gewaltiger weißer Hirsch frei hinaus auf die weite Ebene von Sobiodunum.